Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Paper Mario, Legende von Mio und Tor. Letzte Folge haben wir gegen die Drecksbrüder-Trio verloren. Und das lassen wir heute nicht auf uns sitzen, sondern wir schwören uns Revanche. Wir haben uns Revanche geschworen, sagen wir so. Gescannt sind die jetzt eh schon, heißt, da ist dann. Da ist kein Problem mehr, das haben wir schon. Also, wir müssen jetzt nicht mit Gumbrina reingehen. Pass mal auf Apfel, Junge. So, jetzt haben wir. Jetzt geht's richtig ab. Ich bin sauer. Ich darf nicht vergessen, wir müssen auch noch eine Sternattacke machen, also. Bamba, wir sind unschlagbar. Also, Ender ist verblichen, den Großvater ist noch, hoffentlich ich auch gehe. Ja. Bro, mein Stirn glänzt so, das ist insane. So heiß. Das ist krank. Ja, du darfst keine Sternattacke nutzen? Hat sich das geändert? Strong, strong, strong. Guter muss los. Bro, what the fuck? Okay, wir müssen nochmal schnell hinlegen. Sorry, Apfel, ich hab geworfen. Muss ich hinlegen. Warum haben die gegen die solche Probleme? Also warum sind die denn auch so unfair stark? What the fuck? Ich hätte vielleicht doch auf Leben gehen sollen. Also jetzt merke ich's, Leben wäre vielleicht doch die schlauere Entscheidung gewesen. Wir versuchen es nochmal genau mit derselben Taktik. Nur, dass ich statt einem Erdbeben ein Item einsetze. Mindestens 3 Show-Einlagen? What the fuck? Wir können nicht mehr. Wie sollen wir denn so lange überleben? Was ist das eine scheiß Aufgabe, ne? Kommt der Kollege nicht, wenn wir in dem Modus sind? Nee, kommt er nicht. Okay, das machen wir jetzt so. 3 Show-Einlagen. Oh. Glauben die denn, wer wir sind? Die zwei sind tot, das können wir echt chillen, oder? Mein armer Kollege ist jetzt nicht so strong. Sorry, Apfel, du musst sterben. Brauch noch eine Schauanlage. Wir werden dein Opfer nicht vergessen.
Okay, wer würde es am meisten nützen? Kupio, ne? Ich muss jetzt einen Tarnkäfer holen. Okay, hat nicht so viel gebracht, wie ich mir erwünscht hätte, aber wir sollten es eigentlich schaffen jetzt. Okay, komm, Kupio, der hat einen HP. Bitte, bitte, schaffen wir das. Ich hab verkackt, aber wir haben es trotzdem geschafft. Alter, okay. Der mit dem Kollegen war es nicht gut Kirschen essen, ne? Muss man auch mal gesagt sein. Wenn das Bombalucci. Ja, Apfel auf dem Weg verloren, aber ist okay. Oh, eine E-Mail. Schau, von wem? Letzte Warnung, hör auf, nach dem Sternjuwel zu suchen. Sonst warte ich das gleiche Schicksal wie im letzten Vermissen. Der Absender dieser Mail weiß sowohl über das Sternjuwel als auch über die Vermissten Bescheid. Er muss den Schlüssel zu all diesen seltsamen Fahrkonten haben. Aber wer kann es nur sein? Ja, wer nur? Toad Scover, die Bitch, ist die einzige, die davon weiß. Und halt unser aktueller Champion. Der werte Herr, ich habe seinen Namen vergessen. Das ist mir auch egal. Weil der ist eh nichts wert. So. Letztes normales Battle, oder? Sollst du keinen Sprung benutzen, ne? Okay. Kein Sprung, Gumbrina. Bama, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse dich hier. Ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Lecker. Lass mal es uns schmecken. Möchte ich den Kuchen essen? Natürlich. Ich sag doch nicht nein zu einem Kuchen. Lecker. Mach, ich probier auch mal ein Stück. Oh nee. Oh, mein Körper ist wie gelähmt. Bro, können wir jetzt den Gegner nicht scannen, deswegen. Bro, ist ja scheiße, man. Sollen wir jetzt einfach absichtlich verlieren? Boah, wir scheinen ganz ohne Partner im Kampf anzutreten, ne? Ist das die Nemesis des neuen Helden der Arena? Ja, schon. Das ist schlecht. Vor allem halt wegen dem Scannen. Obviously. Well, GG. War ein nice fight. Welp. Es lief nicht wie oft. Verzeih Mario, nur weil wir dir nicht helfen konnten, hast du verloren. Ich bin wieder okay. Beim nächsten Kampf mache ich alles wieder gut.
Aber dieser vergiftete Kuchen. Irgendjemand scheint es auf uns abgesehen zu haben. Wir müssen besser aufpassen. Ich esse keinen Kuchen mehr, oder? Aber wenn es nochmal ein Kuchen kommt, ich werde sowas von wegsnacken. Keine Chance, dass ich den nicht esse. Oh mein Gott. Okay, wir versuchen es nochmal. Eine Partnerkraft schaffe ich. Boah, es regnet. Es regnet. Oh, die Papiertonne? Okay, ich muss dann später nochmal schauen, ob die Papiertonne kommt. Da muss ich die noch hochbringen. Das ist auch geil, wenn Papier genau dann kommt, wenn es regnet, ne? Sollte es eigentlich gar nicht um die Papiertonne gehen oder so? Okay, wir machen die jetzt. Jump, jump. Okay, wir switchen mal Position, dass Gumbrin auch gleich vorne steht. Womp, womp. Dann schauen wir, dass wir die scannen, die Kollegen. Das ist ein roter Kettenhund. Rote Kettenhunde sind bissig und, naja, rot. Maximal KP 6, Angriffskraft 5, Verteidigung 3. Ihre Angriffe sind heftig, du sollst sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung nicht auch nicht ohne. Dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen ihre Items oder Sternattacken. Und die rote Farbe, das heißt Skorbone, hätte sie einfach angemalt. Psst. Oh, was? Skorbone hat die einfach angemalt? Bro. Schade. Hier können wir jetzt eine Maxi-Bibel machen und dann sollte auch das Ganze gegessen sein. Wenn ich nicht wieder reinscheiße. Schade. Und trotzdem gut, soll trotzdem reichen. Oder auch nicht. Machen wir uns. Ja, okay, reicht. Strong. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Schon sind wir Platz 2. Ja. Ah, okay. Nee, wir haben noch einen und dann haben wir erst den Champ-Fight. Puh. So, mit den Wichsern. Da müssen wir aber noch schnell einkaufen gehen. Ein bisschen speichern und dann nochmal ein bisschen Lebensmittel einkaufen. Ich brauche nur was, was ich am Wochenende kochen kann. Verpiss dich. Aber ich denke nicht, dass es hier Verpflegung gibt. Sonst habe ich nicht nichts gekriegt, seit ich hier bin in der Arena. Wir könnten Hotdogs kaufen, ne, zum Heilen.
die sind ganz so schlecht. Wir können mal ein, zwei mitnehmen. Hallo Freund. Ne, noch einen brauche ich nicht. Nehmen noch einen Superpilz mit? Ne, Punkte tauschen wollen wir nicht. Davon haben wir genug. Donnerblitz und zwei Wutbeben auf den Spar. Let's go. Dann machen wir mal noch die Patrouille da fertig, ne? Die holen wir uns. Ganz so hart weggeböllert, ne? Sag's, wie es ist. Ich wünschte, ich könnte die Flasche runterwerfen. Ich wünschte das. Ich wollte nicht mit dir reden. Fick dich. Stör mich bei meiner Meditation. Ich habe keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Ja, Digga, ich kümmere mich gleich um dich, Junge, am Arsch. Du solltest höchstens 20 Schadenspunkte erreichen. Das ist hart. Da wäre eigentlich auch Apfel nicht schlecht, ne? Mit Saugnapf. Also müssen wir die erstmal scannen. Und dann schauen wir, ob wir noch leben. Oh, ist nur einer, okay. Let's fight. Let's go, Junge. Hi Luigi. Eine Asku-Patrouille. Er sieht aber ziemlich stark aus. Maximal KP 25, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Besonders gefährlich sind seine Attacken, wenn er vorher Kraft sammelt. Und diese roten Augen sind irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen. Wir schlucken uns mal einen Kraftpunsch. Fuck. Wir haben keinen zweiten Männer. Haben wir noch. Aber wir können wahrscheinlich nicht auf ihn drauf springen, deswegen. War jetzt wasted. Nice. Hupiu, gib mir mal einen Kraftpunsch. Perfekto. Sex ist auch nice. Komm schon. Damn it.
ungefähr. Sind wir schon nicht weit weg von dem Damage, den wir kriegen dürfen. Aber ich glaube, wir haben es. Jetzt noch ein Powerhauer und das eigentlich tot. Ja. Nice. Puh, hat mir weitaus weniger Trouble als mit dem Kopf davor. Weitaus. Na gut, das Bomba Luigi. Und dem Kampf davor eigentlich. Die Trio-Brüder waren am schlimmsten. Die Kettenhunde gingen ja eigentlich. 30 Münzen Gage. Und jetzt sind wir kurz davor, Aurelius herauszufordern. Kriegen wir noch eine Mail? Entferne die Poster von dir in der Lobby, die in der Lobby aufgehangen sind. X. Wiedersehen, X. Geheuer ist mir der. Ist der mir nicht, aber anders kommen wir wohl nie ans Sternübel. Wir sollten. Also sollten wir die Poster von dir in der Lobby von der Wand entfernen. Na gut, Mario, dann auf in die Lobby. Wir werden nochmal speichern und dann die Folge für heute beenden, ne? Und zwar bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch gerne beim nächsten Mal vorbei. Haut rein und ciao.